Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute, Leute, spielen wir auf NeroxFace.net. Wurde mir vorgeschlagen von Quadrix bzw. Zuschauern. Und jetzt muss ich erstmal wissen, wo Bronze ist. Ich weiß gar nicht, wo Bronze ist, Leute. Was geht ab? Wir spielen übrigens gerade mit dem 3/4-Pack und hier unten sind die Ressourcen. Auf jeden Fall habe ich jetzt den YouTuber-Rang, wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich schon erhalten. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch mal auf NeroxFace.net kommt. Ihr könnt mir natürlich auch eine FA schicken und diese nehme ich dann an. Insofern das möglich ist mit meiner Slot-Erweiterung oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie viele Slots man hat. Und ja, Leute, ich versuche jetzt ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Eben, dass ich nicht nur auf Kyudo spiele. Natürlich bleibt Kyudo mein Favorit von den Alternativen. Ich habe bis jetzt aber nur eine Runde auf NeroxFace.net gespielt. Bedeutet, ich weiß gar nicht, wie geil oder auch ungeil, wer weiß, der NeroxFace-Server ist. Bedeutet, Leute, ich kann es noch nicht festmachen, aber in naher Zukunft werdet ihr erfahren, was ich dann eben mehr bringe, ne? Das ist dann der Server, wo ich am meisten drauf spiele wahrscheinlich. Er wollte suiciden für mich, hat nicht geklappt, sein Bett wurde abgebaut. Boah, okay, dann gehen wir jetzt mal los direkt und gucken. Das war eben der schwarze, ne, der lila hier. Okay. Perfekt, der backt den Block. Danke für die 6,3k Abonnenten. Ihr seid einfach heftig, Leute. Hoffentlich schaffen wir dieses Jahr noch die 8k. Das würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Natürlich ist das immer ein bisschen utopisch, drüber nachzudenken, weil man eben nicht weiß, was der Abo-Zuwachs noch mit sich bringt. Aber Leute, ihr macht es möglich, glaube ich, und ihr schafft es. Jetzt mal eben das Bettchen noch einbauen. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier machen soll. Sonst egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier rein. Er hat mein Bett zugebaut. Mein Bett vor allem. Er hat den Weg zugebaut. So, der gammelt hier, aber ich krieg ihn auf jeden Fall. Oh mein Gott. Als ob er das noch überlebt, Leute. Ihr habt mich jetzt runtergeboxt und deshalb überlebt. Ja, Leute, da sind wir auch schon weg. Da sind wir down. Perfekt. Schade, okay. Wir versuchen jetzt auf jeden Fall noch in den anderen Shop zu gehen. Vielleicht, ich hab den Typen hier mit seinem Bett übersehen. Bin ich geistig behindert? Oh, nö. Grüßen nochmal ein Dreiviertel. Bei dem wird nämlich bei 5k Abonnenten, Leute, merkt's euch, bei 5k Abonnenten wird bei Dreiviertel die Stimme geleakt. Also macht bei ihm mal die Abos vor, Leute. Habe ich gehört. So. Und du tötest mich hier nicht. Das ist ein Abonnent. Grüße gehen raus. Zack. So. Mich stört das ein bisschen. Also das ist so ein Abfuck-Faktor auf jeden Fall, dass hier diese Item-Drops die ganze Zeit kommen. Beziehungsweise, was heißt Item-Drops? Man hört die ganze Zeit dieses Bronze. Bisschen nervig, wenn ich mal drüber nachdenke. Also NeroxFace könnt ihr... Oh mein Gott! Nice. Wow. Lol, Leute, ich habe einfach gerade eben den YouTuber rangehalten. Auf jeden Fall nice, Leute. Danke dafür auf jeden Fall und Grüße an das NeroxFace-Team. Heftiger Support von dem Server-Team auf jeden Fall. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall. Ich konnte sogar slash Start machen. Sehr übel. Sehr wirklich scheißegal. Also danke NeroxFace-Team auf jeden Fall. Grüße an Psy-Unterstrich an dieser Stelle. Den habe ich gekannt von TTT damals. Den habe ich dann auf dem TS gesehen. Auf jeden Fall heftig, der Support, aber dass ich jetzt YouTuber-Rang habe, Leute. Das ist doch somit der erste Server, wo ich wirklich den YouTuber-Rang erhalte. Und somit auch was Besonderes, meiner Meinung nach. Beziehungsweise ist es was Besonderes für mich. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und die Map gefällt mir eigentlich relativ. Das... Okay, die Dinger kann man abbauen, perfekt. Und zwar ist es jetzt hier, zwei Leute können hier in die Lobby, bedeutet 1 gegen 1. Und gefällt mir aber eigentlich allzu weit. 10k-Pack ist demnächst in Arbeit, Leute. Noch kann ich nichts davon zeigen, leider, aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Oh, ich finde es übel nice, dass man unverwundbar ist für eine Sekunde, wenn man respawnt. Denn, das macht es ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Warum gibt es hier kein All-Chat, wenn man in 1 gegen 1 ist, frage ich mich. Ein bisschen schwierig ab und zu. Auf Kyudo, sag ich mal, gewesen, ja, wenn man respawnt ist, eben noch klar zu kommen. Wenn man so instant respawnt ist, hatte man eigentlich gar keine Chance als Angreifer. Nun ist das anders, das geht auf jeden Fall mal ein bisschen besser klar, Leute. War jetzt noch mit diesem Typen hier ein Screen. Sollte nicht allzu lange dauern, ne? So, hi, nein. Wow. Hat er überhaupt gecheckt im Nachhinein, dass ich einen Screen wollte? Nee, ne? Hat ihn gar nicht gejuckt, Leute. Hat ihn einfach gar nicht gejuckt. Auf jeden Fall finde ich es mal schön, dass ihr mir NeroxFace vorgeschlagen habt, denn mir gefällt der... Ey, Digga, was ist mit ihm? Mir gefällt das Netzwerk bis jetzt sehr, sehr gut. Ich habe nicht mal eine Stunde drauf gespielt. Also ernsthaft, Leute, wenn ihr einen Bed Wars Server machen wollt, nehmt euch ein Beispiel an NeroxFace. Ich möchte einen Screen, hallo, danke. Oder du willst einen Screen, ja gesagt, ich will ja gar keinen. So, jetzt kannst du mich auch angreifen, ne? Ich gehe jetzt nochmal hier hin. So, und jetzt greife ich an. Sorry, falls es bannbar ist, es kommt nicht mehr vor, keine Ahnung, hab immer ein bisschen Schiss, dass ich gebannt werde wegen allem.
So, das war jetzt ein bisschen unüberraschend. Ich weiß nicht, was der sich gedacht hat, ne? Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's mit Runde, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Schaut auf nerozwaste.net vorbei. Ist aber IPs in der Videobeschreibung. Liebe. Einfach Liebe. An das Serverteam. Und ciao. Bum 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 b